Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu The Last of Us 2. Joe! Tommy! Oh, shit. Wie komme ich da runter? Okay, Schimmer. So hoch war das doch gar nicht. Mann. Ich mach euch alle kalt! Was ist los? Lasst ihn frei! Wer ist das? Lasst ihn frei! Hat sich eingeschlichen. Warum schiebt niemand draußen Wache? Ihr dacht nicht, dass hier jemand aufkreuzt. Was habt ihr bitte erwartet? Wir müssen hier raus, bevor noch die ganze Stadt antanzt. Das war's mit dir. Wir wollen dasselbe, stimmt's? Töte ihn. Jetzt. Joe, steh auf. Steh verdammt nochmal auf. Hört bitte auf. Bitte tu das nicht. Joe, bitte steh auf. Nein! Schmoren in der Hölle. Ich bringe euch um. Nein. Nein. Ich bringe euch um. Okay. Okay. Ein Schock nach dem anderen. Ellie! Oh mein Gott. Ellie? Ellie. Tut mir leid. Jesse? Sie sind hier unten! Nein.
Ihren Zustand kann ich richtig verstehen. Hi. Hi. Kann ich mich setzen? Ja. Okay, jetzt wird's interessant. Marie will sicherstellen, dass du isst. Sie kann uns nicht aufhalten. Bei den Leuten, die wir bräuchten, um das durchzuziehen, wäre Jackson lange wehrlos. Sie sollen also damit davonkommen? Das will niemand. Ja, aber genau das wird passieren. Und wenn wir wieder auf Jäger treffen? Ist das deine Sorge oder ihre? Die Sorge ist berechtigt. Wenn es um uns ginge, wäre Joel schon längst auf dem Weg nach Seattle. Wäre er nicht. Verdammt, auf jeden Fall wäre er das. Wir wissen doch noch nicht mal, ob sie aus Seattle sind. Washington Liberation Front. Genau das stand doch auf ihren Aufnähern. Und wenn die Jacken gestohlen waren? Das ist... Was, wenn sie längst nicht mehr dort sind? Was soll der Scheiß? Weißt du was? Ich gehe morgen los. Und wenn du mitkommen willst, gut. Du hast keine Ahnung, was dich dort erwartet. Du weißt nicht, wie groß die Gruppe ist, wie stark... Ist mir egal. Du kannst mich nicht umstimmen. Gib mir einen Tag. Ich rede mit Maria. Okay? Sie muss einfach ein paar Leute abstellen. Und wenn das nicht klappt? Tja, dann werde ich mir was überlegen. Ein Tag. Bitte. Gut. Er nimmt's wirklich mit ins Grab, anscheinend. Ich möchte zu seinem Haus, bevor wir gehen. Um etwas von ihm mitzunehmen. Okay.
Ich konnte nicht zu den Pferden. Anscheinend hat Tommy eins genommen. Jetzt hat Maria die Stelle abschließen lassen. Okay. Ach, scheiß Tommy. Unterwegs fällt uns schon noch was ein. Ein Auto oder ein Pferd oder so. Okay. Das macht den Weg nach Seattle schwieriger. Dann wird's eben schwieriger. Du kannst es dir noch überlegen, weißt du? Ich weiß. Ich möchte nur nicht, dass du dich verpflichtet fühlst. Ellie. Wenn du gehst, gehe ich auch. Keine Diskussion. Musst du deinen Rucksack holen? Den habe ich bei den Osttoren versteckt. Ich dachte, da schlüpfen wir raus. Das Haus von Joel. Ich will es machen. Okay. Ich bin okay. Komm. Größtenteils okay. Leben tust du ja noch. Ich warte hier unten. Danke. Alter, was habt ihr für einen Fernseher? Steht da eine Marke? Dino Nychus. Das war ein guter Tag. Okay, wie schnell kann die bitte zeichnen? Seine Uhr.
die er von seiner Tochter bekommen hat. Die hat verdammt viel mitgemacht. Sein Revolver. Sie will die Gitarre auch noch. Safe, oder? Alles okay? Sein Rucksack. Was hat's denn jetzt gezeichnet? All die Versprechungen bei Sonnenuntergang. Ich habe sie ernst gemeint. Genau wie alle anderen. Okay, wo stand das? Maria, ich bin unterwegs nach Seattle. Ich kann es nicht auf sich beruhen lassen. Diese Leute müssen bestraft werden. Ellie wird mir folgen wollen. Bitte halte sie auf. Nimm ihre Waffen. Schließ die Pferde ein. Oder schließ sie ein. Verschaff mir die Zeit, das zu beenden. Ich liebe dich, Tommy. Er wird da draußen sterben. Er hätte mich mitnehmen sollen. Du hättest Leute abstellen sollen, die Wichser jagen. Ich wünschte, ich könnte. Willst du mich jetzt hier einsperren? Ich will, dass du hier bleibst. Das wird auf keinen Fall passieren. Ich will, dass du hier bleibst, aber ich weiß es besser. Du begleitest sie? Ja. Oh, bist du gut. Wegschleichen. Sogar mit Erlaubnis. Ja. Zu Fuß? Die Stallleute werden euch rauslassen mit den Pferden. Und nehmt Munition mit.
Danke, Maria. Nur tut mir einen Gefallen. Und bringt meinen idiotischen Mann halt zurück, bitte. Na klar. Na dann. Los mit euch. Bevor es dunkel wird. Dieser Hunter war auf ihm und drückte den runter und Joel kam nicht an seine Waffe ran. Krass. Hattest du Angst? Tja, ich dachte gar nicht nach. Ich rannte hin, griff die Waffe und schoss dem Kerl in den Kopf. Wie alt warst du? 14. Jetzt hat. Hiermit beende ich jetzt das Video. Wir, ja, Entschuldigung, ich habe einen Sprachfehler. Also hiermit beende ich jetzt das Video. Bis zur nächsten Folge. Cheerio!